Kohle. Der Stoff, aus dem die Träume sind. So, lass mal auf die Karte gucken. Ja, hier rechts ist jede Menge Kohle. Beim Kraftwerk. Also bei der Mine. Oh, Alter, guck mal hier. Guck mal hier. Oha. Das ist ein richtiges Paradies hier. Wo sind denn diese Bröckchen? Sind die unterirdisch? Ah, die sind, glaube ich, alle unterirdisch. Kann das sein? Weil hier die Mine ist. Und ich frage mich immer noch, ob das man irgendwie aktivieren kann. Oder ob das einfach so... Ja, nur hier spawnt halt regelmäßig was. So, hier schon mal was? Das nehmen wir mit. Oder ob das einfach nur statisch ist, dass es sich hier nicht bewegt, sondern einfach nur, dass hier halt zwischendurch was spawnt. So, Kisten? Können wir ja reingucken? Nee, hier nicht. Warte mal, mal Licht an, ne? Wenn wir schon einmal hier sind. So, gucken wir mal hier oben nach Kohle. Vielleicht liegt hier auch noch was. Da unten ist auf jeden Fall jede Menge. Hier aber anscheinend nicht. Aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwie fährt oder so. Ich glaube, das sind... Nee. Das sind, glaube ich, auch nur Texturen. Ich denke eher, dass es einfach so bleibt. Und dass man hier einfach zum... regelmäßig hingehen kann, wenn man mal... irgendwas, Ersatzband nehme ich auch mal mit. Ah, schon wieder ein Schrank. Schrank ist mir jetzt egal. Man wird hier echt überschüttet, ne, mit Sachen. Gehen wir gleich mal rein. Man wird hier echt so ein bisschen überschüttet mit Krimskrams, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also ist jetzt nicht so schlimm. Soll ich mich nicht beschweren? Ah, Kohle. So. Ja. Hallo. Geht das überhaupt? Weiß gar nicht, ob das funktioniert. Hä? Wieso höre ich das nicht? Hä? Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert hat. Ist ja egal. Da muss ich nur mal was einstellen. So, Kohle, 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 Kohle. Unter Tage verbraucht das. Was passiert eigentlich? Ich frage mich, was passieren würde, wenn man das Schiff unter Tage gefahren hat, man aber nicht genug Kohle hat im Schiff und das nie wieder rauskommt, weil es einfach nicht genug Energie hat, um rauszufahren. Oder fährt es trotzdem raus? Das wäre halt auch mal interessant zu wissen. Und verweilt es halt für immer hier oben. So, hier ist nichts mehr. Ja. Ich denke mal, dass die Mine, die spawnt einfach neu. Oder, wie gesagt, random spawnt hier einfach mal zufällig neue Gegenstände, neue Kohle. Hier hatten wir, ne? Genau. Hier drüben war noch ein Durchgang, den wir aufgebrochen hatten. Aber hier ist nichts. Okay. Gut. Haben wir jetzt alles, ne? Hier war, glaube ich... Ja, okay. Gut, wie viel haben wir denn? Oh, Alter, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 124. Holy, holy shit. Ist nicht viel, denn wir wissen ja, wie viel das Schiff verbraucht. So, das heißt, wir gucken mal auf die Karte. Da ist aber trotzdem noch ein Kohle. Ah ne, Kohlemine, oder? Doch, hier dreimal Kohle. Aber wo ist das? Habe ich da irgendwas übersehen? Ah, wo soll das sein? Ne, warte mal, das muss da sein irgendwo. Ah, hier, guck mal. Hier waren wir noch gar nicht. Aha. Hat sich also Kohle hier versteckt. Und hier auch noch. Moment, ich komme. Das nehmen wir doch mit. So, als nächstes werden wir dann den Captain kontaktieren. Und schauen wir mal, was der uns anbietet. Wir haben ja noch ein paar... Huch. Wir haben noch ein paar Quests zu absolvieren, ne? Wir haben jetzt ein paar Sachen übersprungen. Oder was heißt übersprungen? Wir haben aber einfach, wir haben ja quasi von unserem Quest-Logbuch. Ich guck mal eben rein. Das war bei... Wo ist denn das nochmal? Ach nee, dann gehe ich jetzt ans Telefon, ne? Wenn ich das... Möchte ich jetzt nicht. Wir haben ja, wie gesagt, ein paar Aufgaben noch gehabt, bevor wir das machen sollten mit der Verlängerung. Aber das war mir halt jetzt mal wichtig.
dass wir das machen. So, ich hoffe, wir haben jetzt alles. Ist immer noch. Oder ist das jetzt schon wieder neu gespawnt? Oder ist es oben? Ich bin mir nicht sicher. Oder geht's hier rum? Nee. Da ging's ja auch nicht rum. Es muss irgendwo hier links sein. Kann aber auch, wie gesagt, sein, dass es vielleicht einfach... Wenn wir in der Nähe sind, manchmal wird's ja angezeigt. Okay, ich vermute, es ist oben. Gut. So. Ah ja, Rüstung, genau. Rüstung müssen wir auch noch bauen. Ganz wichtig. Uff. Oh nein. Ich speichere mal lieber, falls ich mal festhänge. Nur nicht da speichern, wo man gerade festhängt. Das wird doof. So, hier ist, glaube ich, jetzt... Ne, dann ist das echt unterirdisch da noch, das... Naja, egal. So, dann lass mal gucken. Wir können da noch Kohle holen. Müsste da am Strand sein. Da liegt was am Strand. Und es war nicht Sand. Ach, herrlich. Da muss ich mal dran denken, wie toll doch tatsächlich Far Cry aussieht. Obwohl ich ja nicht so eine Grafikhure bin, wie andere vielleicht oder so. Also ich mag natürlich auch schon hübsche Spiele, ja. Finde das schon echt sexy, wenn die wirklich so übermäßig gut aussehen. Aber ich mag auch so wie hier so ein Indie-Spiel, überzeugt mich trotzdem. Die Skybox ist echt schön. Ah, das Drumherum alles, die Vögelchen, die man hört. Schön. Auch wenn man sie nicht sieht, die Vögel, aber sie sind da. Das zählt doch wenigstens. Das ist doch die Hauptsache. Ne? So. Das haben wir. Gut, da ist nochmal Kohle. Hä? Habe ich das übersehen? Hier ist Kohle? Wo denn da? Hä? Hier ist doch keine Kohle. Oder? Warte. Ist, oder ist es einfach nur... Ich glaube, einfach nur ein Symbol hier, ne? Oder ist es einfach nur ein Stein? Ich bin mir nicht sicher. So, lass mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob das respawned ist an der Mine. Ich glaube, wir sind noch nicht weit genug weg, ne? 4 Minuten knapp, dann ist Eruption. So. Boah, ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Platte nicht voll läuft. Nimm jetzt in einem Rutsch auf. Wollte ich mal wieder machen. Denn es ist, glaube ich, doch ein bisschen einfacher, dann die Folgen zusammenzuschneiden. Vielleicht auch ein bisschen kürzer mal zu machen. Dann sind die wenigstens nicht so groß. Ich sag mal, so 20 Minuten reicht ja, wenn man die macht, ne? Und, ja. Also wundert euch nicht, wenn einfach die Folge abrupt endet. Wieder mal, so wie früher. Ist für mich ein bisschen einfacher, weil, wie gesagt, dann kann ich das ein bisschen einfach zuschneiden, so wie ich es brauche. Und ich kann einfach in einem Rutsch aufnehmen. Das macht die Sache ein bisschen angenehmer. So, ich muss mal gucken, dass ich irgendwann mal eine neue Festplatte vielleicht bekomme. Da ist Schrott. Ich glaube nicht, dass da was Neues gespawnt ist. Genau, eine neue Festplatte, dass man da vielleicht dann komplett nur die Aufnahmen drauf speichert. Weil, dass man da Ruhe hat und so. Deswegen. Gut. Wichtig ist, dass wir jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall... Ach, das blendet wieder aus hier, diese Bereiche, wenn man da nicht mehr ist. Das Dunkel, also man hat immer nur diesen Bereich hier, diesen Kegel, den man hier sieht, der quasi das aufdeckt dann. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, so schnell spawnt die Kohle. Es kann auch sein, dass sie nach der Eruption neu spawnt. Das würde ich mal jetzt so vermuten. Dass man da dann erst die neue Kohle bekommt. Oh, verstehe schon, ne? Kohle bekommen. Zimmer, ne? Am Ende der Kohle ist mal noch so viel Monat übrig. Du weißt, wovon ich rede. Weißt, wie das ist, ne? So. Gut. Okay. So.
Gut, vielleicht hier gleich noch am Strand noch irgendwas. Wieso wird denn bei mir gerade das... Okay, ungefähr voll. Jetzt zeige ich mir gerade an, dass ich nur noch knapp 6 Stunden habe. Das wird gerade rapide weniger, weil da stand noch irgendwas mit über 300 Stunden. Und das wird jetzt Stück für Stück wird das irgendwie weniger. Zeigte an, dass die Platte voll wäre, angeblich in 6 Stunden. 38 Minuten. Und gerade vor 2 Minuten oder so stand da noch irgendwas mit 10 Stunden. Ah, jetzt ist er wieder auf 8 Stunden hochgegangen. Okay, das ist irgendwie... Ich glaube, es ist halt ungefähr Rechnung, ne? Bin mir nicht sicher. Ich traue der Anzeige nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen bei OBS, weil ich da... Uff. Jetzt sollten wir auf jeden Fall zusehen, dass wir irgendwo unterkommen. Na, ich bin mir nicht ganz sicher. So, warte mal. Hier ist doch noch ein Kellerchen. Da können wir mal reinstiefeln. Hier waren wir auch schon mal. So. Dann müssen wir jetzt hier ein bisschen ausharren. Gut. So. Okay, hier ist eine ganz normale Raffinerie, falls wir hier nochmal was bauen wollen. Und eine ganz normale, stinknormale Werkbank. Ah, hier kann man nochmal Munition basteln. Das ist supi. Spray-Tool, ja, schön. Belebungswerkzeug belebt sterbende Spieler. Gut, das ist für Multiplayer, glaube ich, ganz toll. Ah, hier Lampe, können wir sogar bauen. Aus Kupferschrauben und Kupferrohre. Das müssen wir machen für unsere Dings, ne? Für unser neues Abteil. Oh, und ein Bett. Über das Bett wird das Spielerinventar gesichert. Wenn der Spieler im Multiplayer-Modus offline geht, während der Spieler offline ist, schläft er im Bett. Solange das Bett nicht zerstört wird, wacht er neben dem auf. Ach so. Über das Bett wird das Spielerinventar gesichert, wenn der Spieler im Multiplayer-Modus offline... Also Multiplayer-Modus ist es nur relevant. Okay. Wenn ich also sterbe, ist mein Inventar für immer weg. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Toll. Ja gut, dann... Okay, jetzt steht wieder 67 Stunden. Also, wie gesagt, ich traue dieser Anzeige nicht ganz. Ich sollte vielleicht lieber darauf achten, dass da steht, Speicherplatz verfügbar, wie viel das noch ist. So. Ja, dann warten wir mal, ne? 8 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Liftoff. Jawoll. Hey, schon wieder Silvester, es knallt draußen. Juhu. Tara, tara, tup, tup, tup. So, das war's. Oder? Ach nee, jetzt. War's das? Hallo? Hallo? Gut. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal hier unten und in der nächsten Folge geht's dann spannend weiter. 24 Minuten Reise nach Kohle oder keine Ahnung, was wir machen. Wir gucken mal. Vielleicht kontaktieren wir auch den Käpt'n. Würde mich freuen, wenn wir dann wieder uns wiedersehen würden. In einer weiteren Folge Vulkanoids. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.